Juhu, und willkommen zu Tomodachi Live. Direkt mal schön eine geile Wundertüte in die Fresse klatschen. Komm schon! Ah, oh, die Bastel-Einrichtung. Ah, die ist super. Ich finde die toll. Oh Gott, das Spaß. Ah, ja, ist okay. Habe ich gerade dazu gekriegt. Nein, nein, nein. Oh, hatte ich alles schon. Voll unnötige Scheiße und noch nicht mal so mega geile, teure, coole Sachen. Aber wir haben ein neues Kleidungsstück. Eleganz. Oh, ist das elegant? Oh, was ist das denn da? Ich denke so, oh, sieht ja ganz normal aus und dann so BÄM! Das ist komisch. Und schaut mal, was ich schickes Neues habe. Ah, eine neue Bluse und eine neue Hose! Sieht man voll gut. Weil ich habe ja erzählt, dass ich am Samstag shoppen war und so. Und das ist meine Ausbeute. Ich habe natürlich noch viel mehr gekauft, aber diesmal keine Schuhe. Eine Träne rannte meine Wange hinab. Depressiv. Und meine Oma hat heute Geburtstag. Also, am Samstag hatte sie. Nee, am Sonntag. Stimmt gar nicht. Aber was glaube ich, finde es scheiße. Also, wenn ihr das Video jetzt seht, dann hatte sie gestern Geburtstag. Also könnt ihr jetzt alle wundertolle Wünsche in die Kommentare schreiben. Ah! Dann sage ich dir ja das nämlich und dann freut sie sich. Haha! Wie soll ich es ihm sagen? Keine Ahnung. Bedenk dir mal selber aus, so dumme, unkreative Bitch. Oh mein Gott. Mein Gott, ich meine, das wollte ich gerade gar nicht drücken, aber okay, ich wollte eigentlich klassisch machen. Nur das Problem an dieser Bluse ist, immer wenn ich so meine Hand halte, dann rutscht meine Uhr genau in die Bluse rein. Und dann muss ich jetzt mal hier so, hier so rauskramen und so. Und das ist ein bisschen ungünstig, aber damit werde ich wohl leben müssen. Ja, ja. Und ich habe mir jetzt auch, huch, nein. Ja, komm, das mit dem geilen Tulpenmult hier. Die Liebe gestehen. ja, ich habe mir eure Antworten durchgelesen zu der Livestream-Sache. Also ich gehe schon davon aus, dass ich das wahrscheinlich am Samstag machen werde. Weil alle Leute, die irgendwas dazu geschrieben haben, haben nur Samstag geschrieben. Was, wie glotzt sie denn so? Oh, ich bin zu geil für dich. Chili, du bist eigentlich gar nicht mein Typ. Aber ich kann trotzdem deine Freundin sein. Der Spruch ist ja mal geil. Mit Freuden werde ich dir deine. So eine billige Scheiße hat funktioniert. Mach ich nächstes Mal auch. Ja, also eigentlich finde ich dich ja voll scheiße, aber ich merke schon, ich habe es schon gemerkt wegen unserer Chemie, dass du unbedingt mit mir zusammen sein willst. Also, können wir das einfach sein. Ist ja voll bitchy und kacki, ey. Und ich habe heute zum ersten Mal ein 5-Gänge-Menü gegessen und ich bin so voll, ich will einfach nur sterben. Trotzdem habe ich gerade noch einen Kuchen gegessen. Hier sind Krümel. Daran könnt ihr jetzt auf jeden Fall erkennen, was für ein Kuchen das war. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren raten, welcher Kuchen hier drauf war und dann gewinnen sie 10 Waschmaschinen oder so ähnlich. Keine Ahnung. Aber vielleicht errät es ja jemand. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, wie auch immer. Auf jeden Fall war das nur irgendwie lustig. Meine Mutter hat diesen Laden da von einer Arbeitskollegin irgendwie empfohlen gekriegt oder so. Und die meinte so, ja, du musst da 2 Wochen vorher anrufen, sonst kriegst du da keinen Platz mehr und so. Und da haben wir 2 Wochen vorher reserviert. Und da war gerade niemand. Wir waren die einzigen in diesem Ding, die gegessen haben. Und ich dachte mir, oh. Okay, weil sonst haben die auch Buffet, wenn mehr Leute da sind, aber da waren halt im Theater, okay, ja, da waren halt auf jeden Fall nicht mehr Leute. Nur ich wusste am Anfang gar nicht, dass es so ein scheiß 5-Gänge-Menü ist. Dann hau ich mir alles so rein und denk so, ach, kommt ja nicht mehr viel. Ich dachte, da wäre nur so eine kleine süße Vorspeise und auf einmal kommen da noch 10 Sachen und ich denk so, ich will gar nicht mehr. Und das war noch so Zeug, was ich nicht esse. Ich bin auch ein totaler Friemel. Ich weiß nicht, ob es einige vielleicht wissen, habe ich bestimmt schon öfter gesagt. Ich esse halt einfach nicht alles. Ich bin total anspruchsvoll, was Essen angeht. Wir hatten nämlich am Anfang so eine Suppe. Da war irgendwie Hähnchen drin und so ganz komische Nudeln, die voll merkwürdig geschmeckt haben. Die habe ich nur zur Hälfte gegessen. Die habe ich dann meinem Vater aufgedrückt. Dann haben wir nachher noch Lachs gekriegt. So Lachs, Rohschinken und Kräuterbutter und so gedöhnt. Dann habe ich nur die Brötchen mit Kräuterbutter gegessen. Den Rest habe ich auch irgendwem anders aufgedrückt. Gedrückt. Und, oh, ganz geil. Ne, wir geben erst das Mädchenkleid. Den Rest heben wir uns auf. Ja, und dann hatte ich danach noch so Salat gedünst. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber da waren wieder so Bohnen, Paprika und, was noch? Und sowas komisches, so Möhren dabei. Und das esse ich halt nicht. Da habe ich nur den Krautsalat und den normalen Salat gegessen. Das war dann nämlich auch ein bisschen teuer. Und dann kam die fettgeile Speise, nämlich so. So Hähnchen. Also ich habe mir noch Hähnchen bestellt, die andere hat eine Grillplatte. Aber das war echt lecker. Das war wirklich lecker. Aber das hätte mir auch vollkommen gereicht, weil der Rest, da habe ich immer nur so ein paar Stückchen von weggefriemelt und habe das gefuttert und dann
Nie mehr. Also ist irgendwie ein bisschen unnötig gewesen. Weil ich bin nicht so der große Esser, sag ich mal. Oh, sie starren sich verliebt in die Augen und der hat ein komisches Elvis-Kostüm an. Was voll hässlich ist. Mein Gott, das geht gar nicht. Stefan! Ja, und dann hatten wir halt noch so einen coolen Nachtisch, so mit, ja, okay, wobei der war nicht so cool. Die meinte so, ja, Eis. Und ich habe so irgendwie so Schoko mit Nuss und Vanille erwartet. Und dann kam so ein Klotz Vanilleeis mit Kirschen drauf, die ich auch nicht esse. Und Kirschsoße, die ich auch nicht esse. Habe ich die Kirschsoße runtergepratscht und habe einfach nur das Vanilleeis gegessen. Ja, so ist das bei mir schon mal öfter, wenn ich essen gehe. Ja, das finde ich auch nicht immer so geil, aber ich kann halt nichts dafür. Wenn ich das ganze Zeug nicht mag, ist es doch kacke, sich die ganze Zeit so scheiße reinzuschaufeln, wenn ich das gar nicht mag. Huch. Dann will ich die beiden mal hier holen. Ich habe gar nicht gesehen, was ich geklickt habe, aber egal. Ah, ist ja nur ein Problem. Was passiert hier jetzt? Was macht der da? Auf jeden Fall habe ich mir schicke Sachen gekauft, weil da waren wieder so voll die Bonzenläden. Aber ich glaube, bei Gucci konnte man gar nicht rein. Also für normale Leute so quasi. Weil da war irgendwie so ein Türsteher und der hat die Leute aber angequatscht, wenn die reingegangen sind. Wahrscheinlich hat er die einfach nach dem Kontostand gefragt. Und dann dachte er sich so, nö, du bist zu scheiße, geh mal wieder weg. Nee, ich habe keine Ahnung, woran er es beurteilt hat. Also wir hätten echt einfach mal hingehen sollen, das wäre bestimmt lustig gewesen. Nachher haben wir dann noch bei Maggis gegessen, oh yeah. Und da habe ich mir so einen fetten Big Tasty Bacon geholt. Und dann ist alles auf meine Hose gepratscht und ich hasse das. Ich kann einfach kein Fastfood essen, ohne mich dreckig zu machen. Vor allem bei Döner und Burgern ist es am schlimmsten. Weil beim Burgern, da isst man das so, da kommt die Soße immer so hinten raus mit dem Salat und der pratscht dann einem so voll in den Schoß rein. Das ist ganz schrecklich. Und ich denke, bei Döner kennt das wahrscheinlich sowieso jeder. Dass man hier so also den Döner isst und dann hat man alles so in der Nase hängen und so. Das ist wundervoll. Es gibt nichts Besseres. Aber keine Ahnung, ich glaube, das gehört einfach zum Feeling dazu, wenn man sowas isst. Ja, habe ich so das Gefühl. Oh, komm schon. Hä, wieso sag ich eigentlich komm schon? Das passiert gar nicht. So, yeah, komm schon, yeah! Und so, irgendwie komisch. Ich habe mir jetzt übrigens Guild Wars gekauft. Ja, ja, diesmal so wirklich, weil es war ja noch so eine Gratis-Aktion. Ich hatte das ja einmal dieses, mein erstes Mal gemacht. Da habe ich ja mit Jonas so ein bisschen gezockt. Der hat mich ja dann so eingewiesen und der hat mich dann doch im Endeffekt noch überzeugt, es mir wirklich zu kaufen, weil halt noch so eine Prozente-Reduzier-Aktion war und dann habe ich das halt für 20 Euro gekauft. Ja, ja, und dann habe ich das jetzt gestern mal ein bisschen gespielt. War aber eigentlich ganz cool. Auch wenn es eher nicht so mein Spiel ist, aber ich denke, man findet da hinein. Ja, ja, sehr interessant. Aber ich habe gestern mega viel gespielt. Das war gar nicht gut. Weil ich habe dann irgendwie noch bis 3 mit Jonas getillt oder so. Also wir tillen ja immer abends in unserer Konfi. Und dann geht das manchmal bis tief in die Nacht. Dann werden es immer weniger Leute und irgendwann sind wir dann immer nur noch alleine da und zocken noch irgendwas. Das ist immer ein bisschen komisch. Auf jeden Fall, hatten wir dann erstmal Guild Wars gespielt, dann haben wir Minecraft One vs. One gespielt. Ich habe es mal zum ersten Mal ausprobiert, weil da gibt's auf Timolia irgendwie sowas. Das war eigentlich voll cool und wir haben irgendwie die ganze Zeit gewonnen, obwohl wir eigentlich gar nicht so gut sind. Und das war ein schönes Gefühl. Ah, und so. Auch wenn es nicht lange angehalten hat, weil dann haben wir nachher Survival Games gespielt und da, keine Ahnung, irgendwie kriegen wir das nie richtig gebacken. Ich weiß es nicht. Wir sind einfach gemeinsam viel zu schlecht dafür. Wenn ich allein spiele, bin ich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, vielleicht, weil ich so besser koordinieren kann, weil ich mich besser auf mich selbst einstellen kann als auf andere Leute, aber keine Ahnung, irgendwie verkacken wir da jedes Mal. Und dann haben wir nachher noch Far Cry gespielt. Ah! Meine Eltern waren halt so weg und ich hatte so sturmfrei und da habe ich auch immer Mucke gehört. Und dann kamen die nachher nach Hause und dann kamen die da erstmal so: Isa, du bist immer noch wach! Und das ist immer lustig. Ja, da habe ich gekichert. So voll nett. Meine Mutter so: Polisa, du bist immer noch schon. Ich hasse dich. Und ich so: Ich glaube, Julian und mich verbindet eine tiefe Freundschaft. Was? Was hältst du? Wer ist Julian? Muss ich den kennen? Was für eine tiefe Freundschaft. Kenne ich nicht. Was soll das denn? Ich bin ja so erleichtert. Okay, warte. Ich möchte jetzt mal gucken, wer sind alles meine Friends? Helene Fischer. Yes! Und mein Opi,
Ach, der Lukas. Ach so, der so in mich verknallt war und so. Ich habe übrigens auch mal die Beliebtheitsliste durchgeguckt oder so. Oder bei Tolle Jungs, glaube ich, war das. Da stand er mit minus 20 Punkten da. Wahrscheinlich, weil der schon zweimal abgelehnt wurde, der arme Kerl. Ist ja voll gemein. Da kann es ja nie was werden, wenn er immer so von allen angekackt wird. Ach, ich bin auch mit Jan befreundet. Das ist ja sehr interessant. Ich finde es nur immer wieder lustig. Man sieht ja immer bei diesen komischen Affinitätstests, wer zusammenpasst und so. Und wenn man Noki und mich testet, dann kommt 0% raus. Und wir sind einfach verheiratet. Das passt doch nicht. Wieso ist das so? Das entspricht überhaupt nicht der Realität. Nein, nein, nein. Nee, irgendwie sind die aber sowieso... wahrscheinlich ist das einfach nur so parodiemäßig gemeint. Weil es gibt ja auch diese Horoskope und manche Leute glauben einfach so heftig an Horoskope, obwohl das einfach nur irgend so ein Scheiß ist, den sich... Aber ich glaub's nur, wenn es günstig ist. Was zur Hölle? Das war jetzt das perfekte Timing. Das war gerade voll gruselig. Ich rede über Horoskope und die labern auch über Horoskope. Was ist... oh Gott, was ist da los? Aber der Charakter hier in meinem Spiel trifft eigentlich so gut mit mir überein. Es hieß auch mal irgendwie... Moment, ich muss jetzt mal gucken, ob es mir gefällt. Sieht aber eigentlich ganz cool aus. Ja, ich habe irgendwie mal gesagt, so von wegen... ja, also ich habe nie Langeweile, weil ich immer was zu tun habe. Und das ist sowas von wahr. Das ist einfach... 100% ich. Ich gebe mir jetzt erstmal Cash, Money und Zweck, weil ich mache das bei meinem Mii nämlich immer so, dass ich so ein paar Items sammle, also dass ich mir immer Geld gebe. Ah, perfekt, damit wir diesen Weltraumurlaub halt bald machen können. Weil ich will das nur bei einem einzigen Mii machen, weil das sonst mega Geldverschwendung ist. Weil das sind ja, glaube ich, 9.999 Euro irgendwie. Und ich meine, das ist sowieso nicht so spannend. Also mir hat jemand gesagt, das ist voll scheiße, weil das genauso ist wie die Reisen. Aber ich will es zumindest einmal gesehen haben. Und dazu habe ich dann gedacht, mache ich das einfach bei mir, damit das ganz nett ist. Ich muss mal gucken, habe ich was... wow, eine Silbermünze, da kriege ich ja heftig viel Geld. Ja, aber dann können wir jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen was zusammenkriegen, damit wir es vielleicht noch in diesem Part schaffen. Aber ich glaube ehrlich, dass es funktioniert. Ich mache jetzt erstmal die ganzen Wünsche, weil ich habe das in letzter Zeit sehr vernachlässigt. Tut mir leid, weil ich habe das ja neuerdings an meinem PC, schreibe ich mir das immer auf und... und da vergesse ich das halt eher, als wenn ich das direkt vor meiner Fresse hier auf dem Zettel liegen habe. Das ist dann ein bisschen ungünstig so. Du wirst erstmal mit Essen zugeschüttet. Hier, Cornflakes, weil Cornflakes Beste ist. Beste. Spuck rum. Los. Ach, ich habe eben gar nicht zu Ende gelabert, fällt mir auf. Ich wollte nämlich was zu dem Livestream gesagt haben. Ich meinte ja, dass alle Leute geschrieben haben, dass Samstag für sie am besten wäre. Dann gehe ich auch davon aus, dass ich den am Samstag machen werde. Allerdings muss ich erstmal gucken, ob das so funktioniert. Weil es kann sein, dass ich ein Badminton-Spiel habe. Je nachdem variiert dann auch die Uhrzeit. Also ich würde das dann trotzdem machen, nur... hört sich so an, als ob ich diese voll hassen würde. Ah, ich habe Lissy getroffen, sie hat sich wohl verlaufen, weil ich die eigentlich voll scheiße finde oder so. Was wollte ich jetzt sagen? Ach, genau, mit dem Livestream. Genau, 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 genau. Ja, weil ich hätte das dann auch Samstag gemacht. Das finde ich eigentlich gar nicht mehr so eine schlechte Idee. Nur danach in der Woche schreibe ich noch Englisch und Deutsch, wobei das nicht so Fächer sind, für die ich viel lernen muss. Deswegen muss ich erstmal schauen, ob das genauso hinhaut. Ansonsten gucke ich mal, ob ich das Lernen auf die vorherigen oder danach die Tage irgendwie verteile. Aber das dürfte eigentlich gehen, weil so viel gibt es da eigentlich sowieso nicht zu lernen. Und dann bezüglich Badminton-Turnier muss ich mal schauen, ob ich überhaupt eins habe. Ich bin mir nämlich gerade nicht ganz sicher. Kann sein, dass ich eins habe. Nur dann komme ich meistens so um 5 nach Hause und dann wird sich der Stream einfach nur später so verschieben. Also wird es einfach nur später sein. Aber ich denke schon, dass ich den machen werde. Also könnt ihr euch schon mal ein bisschen drauf einstellen. Aber natürlich kommt dann noch so ein Ankündigungsvideo. Wer weiß, vielleicht schaffe ich in dieser Woche auch das mega geile Ankündigungsvideo, was ich eigentlich vorhatte. Aber es kann auch sein, dass ich es nicht schaffe. Weil ich habe mir viel zu viel vorgenommen für die freie Wochen, die ich habe, weil ich fange ja ein neues Projekt an. Das dürfte eigentlich sogar schon morgen kommen. Ja, aber ich muss mal schauen, ob ich das hinkriege, weil ich habe ja dienstags immer 11 Stunden und da ist das ein bisschen kacki, um sowas zu schaffen. Deswegen mal schauen. Ansonsten kann es auch sein, dass es erst am Mittwoch kommt. Ja, dann wollte ich ein neues RL-Video machen, also für meinen Zweitkanal. Und ich wollte... ach nee, das ist ja Secret, das darf ich nicht verraten. Egal, dann erfahrt ihr es halt später. Wenn ich es nicht geschafft habe, dann erfahrt ihr nichts. Auch gut. Dann habt ihr nämlich auch kein Gefühl der Enttäuschung, wenn ich es nicht geschafft habe. Auf jeden Fall, wer ist das? Kea, oder? Ja, das ist Kea. Ja, das war Kea. Oh Gott. Ich rede manchmal sehr komisch. Ah. Nein, ich bin gar nicht komisch. Ich bin normal. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt habe. Wir haben ja so Studienfahrt und so nächstes Jahr im September und wir durften schon unsere Ziele wählen dafür. Und da habe ich mir dann ja England als erstes Ziel ausgesucht. Und ich fahre auch nach England. Woo!
Und ich glaube, wir wollten zu diesem Harry-Potter-Schloss oder so. Keine Ahnung, ich kann damit nichts anfangen. Ich wusste nicht mal, dass es das Harry-Potter-Schloss wirklich gibt. Ich dachte eigentlich, das wäre ein fiktionales Schloss, was die so mit Effekten erstellt hatten, so mit Greenscreen und so. Aber irgendwie ist das nicht der Fall. So, die wollte lila Haare. Jetzt kann ich das nämlich auch schon abhaken. Yeah, yeah, yeah. Und ich habe hier einfach zwei Essenssachen stehen. Kann sein, dass es die gar nicht gibt? Weil Darko hat mir gesagt, der will Erdbeeren haben. Und Cindy wollte Ratatouille. Und ich habe beides noch gar nicht. Und das haben die mir schon vor 2 Monaten oder so geschrieben. Das sieht voll geil aus mit dem Mut. Und das Oberteil passt auch noch farblich dazu. Oh mein Gott. Perfekt kombiniert. Modeberaterin hoch 10. So, jetzt kriegt noch die Sina ihr tolles Ballett-Outfit. Das ist, ach, ich komme einfach nicht drauf klar, dass die einfach Nicki Minaj mit dem Alter überholt hat. Das ist so unrealistisch. Wenn ich einfach nur ein normales Leben führen kann. Klingt ja voll langweilig, wer wird denn schon ein normales Leben führen? Ach Gott. Also ich will ja wenigstens einen Nobelpreis kriegen, 1 Million Abonnenten auf YouTube erreichen und 10 Kinder haben. Nicht. Nein, Gott. Aber ich würde schon gern was im Leben erreichen. Ich finde das aber so traurig, wenn man darüber nachdenkt, dass man einfach irgendwann weg ist und niemand sich mehr an einen erinnern kann. Natürlich ist es die ersten Jahre danach, dass da vielleicht noch gewisse Leute sind, die sich dran erinnern. Keine Ahnung, wenn man Kinder hat, ist es natürlich klar, dass die sich noch dran erinnern. Vielleicht auch die Enkelkinder, aber das ist es ja dann auch. Ich meine, irgendwann so 50 Jahre später, wenn die dann auch tot sind, da kann sich doch niemand mehr an dich erinnern, wenn du dich irgendwas Geiles gemacht hast. Und das finde ich irgendwie traurig, dass du einfach auf der Welt warst und dann wieder gehst. Also, dass du quasi da warst und sich dann niemand mehr dran erinnern kann, dass du überhaupt jemals was gemacht hast. Und das finde ich total traurig, diesen Gedankengang. Und deswegen finde ich es eigentlich auch wichtig, dass man irgendwas in seinem Leben erreicht. Natürlich ist klar, dass jetzt, keine Ahnung, 1 Million Abonnenten auf YouTube einen nicht erinnernswert machen oder so. Und das ist auch mit Sicherheit nicht mein Ziel. Aber ich fände es schon ganz cool, wenn ich zum Beispiel in der Forschung oder sowas erreichen könnte. Weil ich interessiere mich ja auch sehr für Forschung. Und ich würde auch sehr gerne der Menschheit irgendwie weiterhelfen. Und noch dazu, das kommt ja dann noch so als schöner Nebeneffekt dazu, dass man eben auch im Kopf der Leute behalten wird. Ich meine, das ist doch voll cool, wenn es so Leute gibt wie, keine Ahnung, Einstein oder so, der dann irgendwie in Lehrbüchern steht oder so. Da fühlt man sich doch total geil. Also ich finde das super toll. Okay, aber ich habe genug philosophische Scheiße gelabert. Mein Gott, wie komme ich überhaupt manchmal auf so Themen? So, jetzt hat er den schicken Maßanzug gekriegt. Aber irgendwie passt die Mütze gar nicht dazu. Also das wäre ja was Scheiß. Nein, ich habe gar nichts. Nein. Okay, warte. Handtuch-Bandana. Das sieht wahrscheinlich meilenweit besser aus mit so einem Marsanzug. Ja, natürlich. Ich meine, ich hätte ihm auch so ein schickes UFO-Hütchen oder so geben können. Aber ich finde das Bandana-Tuch-Hut-Teil eigentlich auch ganz cool. Ja, ja, sehr schick. Oh, schön, nicht wahr? Okay, dann würde ich sagen, wir beenden hier den Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und au revoir.